herzlich willkommen zurück zu Mystery Castle, The Mirror's Secret. Und wir spielen natürlich gleich weiter und gucken mal, was uns im nächsten Screen erwartet. Ja, erstmal machen wir den Vorhang auf. Da ist Jessica. Unsere Tochter. Also irgendwie kommt die mir auch nicht mehr ganz lebendig vor, wenn ich ehrlich bin. Hallo? Ah. Die hat schon Zombie-Augen, ne? Uah. Okay. Ein Schieberätsel. Hoffentlich nicht und ohne. Und natürlich fehlt wieder ein Element. Und wir müssen mit einem neuen Geist reden. Einem geistreichen Geist, hoffentlich. You haven't found yourself in the best position, now have Nö. You? Grot lured me here. He promised me that I'd find the Book of Four Elements. You see, there exists only one copy of the book. If you will help me find it, I'll return the favor. Also er möchte das Buch der... Er möchte, dass wir für ihn das Buch der vier Elemente finden. Grot, das scheint dieser grottige Typ zu sein, der auch unsere Tochter hat. Der hat ihn dahin gelockt mit dem Versprechen, dass er das dort finden wird. Und natürlich ist er wieder zu blöde, um das zu finden. Also liegt es an uns. Darum sind wir auch in einem Adventure-Game. Hier glitzert es wieder, das heißt, da gibt es Wimmelbilder. Aber ich gucke erstmal hier vorne, was hier los ist. Liegt irgendwas? Aha, dann setzen wir das doch mal schnell zusammen, das Symbol. Was ist das? Erde mit Würmern drin. Okay, hier liegt noch ein Buch. Und hier ist eine Kerze, die aber komplett runtergebrannt ist. Und hier ist es zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Da können wir uns ja denken, was wir da machen müssen. Schauen wir mal hier. One book is missing. Hey, wie schön, aber wir haben es schon im Inventar. Rein damit. Okay. Gut, das ist nicht weiter schwer. Das ist 10. Das kommt hier hin. Hier ist auch so eine Messlatte, zum Glück. Sonst müsste man gucken. Das müsste 8 sein. Das ist eine 5. Das ist eine 7. Ja. Eine 8, eine 10, eine 8. Das ist keine 9. Das ist eine 9. Das ist eine 5. Das ist eine 6. Und da sind wir schon fertig. Das war gar nicht so schwer. Hier liegen zwei Dinge drin. Einmal ein Messergriff. Ihr könnt es nicht sehen, aber Sassy besucht mich gerade wieder auf dem Schreibtisch. Ja, Sassy gibt es noch. Ich kann auch am Ende des Spiels mal so ein bisschen was erzählen, was in den letzten Jahren hier alles so passiert ist. Eine ganze Menge. Da mache ich dann vielleicht noch eine extra Folge. So, wir können das wieder zumachen. Hier, ach so, guck mal, hier ist noch eine Kerze. Aber an die kommen wir so nicht dran. Das heißt, entweder brauchen wir die Leiter. Das geht nicht. Ah, wie schön. Okay, schauen wir uns mal den Tisch an. Mal wieder irgendwas dazu. Dann lass uns erstmal wimmeln gehen. Ah, huch! Was habe ich jetzt? 10 Items in 10 Seconds. Na gut, dann haben wir das auch hinter uns. Wie schön. Dann muss ich das nicht mehr machen und... Wir haben ordentlich viel Zeit. Wir brauchen was noch? Eine Rose, ein Würfel, der ist hier. Das Wassersymbol haben wir hier. Ein Ass, wo ist das Ass? Hier. Und Wein haben wir hier in dem Regal. Sassy, du sitzt genau vorm Monitor und ich sehe nichts mehr. Dankeschön. So, dann haben wir ein Wasserobjekt gefunden. Das gehört sicherlich hier oben rein. Aber da brauchen wir noch ein paar. Ich vermute mal Erde, Feuer, Wasser und Luft. 4 Elemente. Hier oben ist noch eins. Guckt hier. Da kommen wir nicht dran. Okay. Was ist das hier? Ah, Moment. Ich habe was... Ich habe was vergessen. Hier sitzt nämlich auch noch ein Messer. Das können wir uns natürlich holen. Ha, mach. Sehr realistisch. Jetzt haben wir ein Messer. Wunderbar. Und können damit vielleicht dieser Statue die Haare abschneiden? Nein.
den Apfel klauen, die Brille aufsetzen und das Buch lesen. Simple, da ist noch ein Erdsymbol. Und sicherlich geht auch das. Das nenne ich mal Zerstörungswut. Ah, guck mal, jetzt kriegen wir wahrscheinlich auch das hier auf mit dem Messer. Ja. Und da ist noch einmal Luft. Und da ist einmal Feuer. Sehr schön. Hier ist nochmal Luft. Hier ist nochmal Wasser. Okay. Moment, da war doch noch was. Da ist doch noch eine Kerze. Sonst ist hier nichts mehr. Geht das automatisch zu. Na, das bringt ja nichts. Nee. Die Kerze muss ich erst anmachen und seltsamerweise, Adventure-Logik, funktioniert das so. Na gut. Ich habe zu viele Adventures gespielt, um das irgendwie noch zu hinterfragen. Und siehe da, wir finden noch zwei Symbole. Jetzt brauchen wir noch einmal Wasser und einmal Feuer. Wir haben hier hinten noch nicht geguckt. Seht mal. Luft und Wasser. Sehr schön. Okay, was ist hier? Da brauchen wir einen Knopf. Den haben wir aber noch nicht. Dann lass uns erstmal die Symbole hier reinbauen. Okay, wir haben irgendeinen Code, irgendeine Reihenfolge, in der wir das hier anklicken müssen. Und die kennen wir noch nicht. Und ich habe auch keine Lust, ewig rumzubasteln. Aber hier glitzert es schon wieder. Dann schauen wir doch mal, was wir hier brauchen. Einen, was? Ach, das Fotoalbum. Ja, dann machen wir das erstmal. Ich glaube, das sind 4 Fotos. Ja. Dann brauchen wir hier das Schachbrett mit 4 Schachfigürchen. Na, komm her. So. Dann brauchen wir Herrn Galilei. Die Perle hier. Alles, was blau ist, da muss man aber noch was extra machen. Aber ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Jetzt bleibt mal hier. Dann brauchen wir die Dinger hier. Diese Königssymbole. Den Knopf, der ist jetzt gleich ganz wichtig. Das Vergrößerungsglas. Den Engel. Einmal Brille, zweimal Brille und den Magneten. Sehr schön. Und wir haben einen Knopf. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir hier machen müssen. Das ist auch eines der ätzenderen Spiele. Ich habe das x-mal gemacht. Dann dauert es eine Weile, bis das dann wirklich stoppt und man weiterkommt. Und ich habe da, glaube ich, ewig dran rumgefuselt, bis ich die Lösung hatte. Und die machen wir jetzt natürlich. Ich habe die mir auch aufgeschrieben. So, das ist der, der. Dann haben wir die beiden. Wir müssen das anhalten. Also eigentlich steht hier unten Restore the animation. To do so, switch off all unnecessary frames. If you make a mistake, you will have to start again. Also wir müssen alles ausschalten, was nicht in diese Animation passt. Und wenn wir was falsch machen, müssen wir von vorne anfangen. Aber ich habe da nie von vorne anfangen müssen. Insofern ist das wirklich ein komisches Rätsel. Und den noch. Und dann dauert es einen Augenblick. Das ist nämlich verwirrend, weil der da noch einmal durchläuft. Und erst dann geht das weiter. Also das hat mich mal sehr verwirrt und ich habe lange gebraucht, bis ich das rausgefunden hatte. Aber jetzt können wir es. So, jetzt hängen wir hier den Zettel rein. Wasser, Feuer, Erde, Luft. Feuer, Wasser, Feuer. Luft, Erde, Wasser. Und da ist das Buch der 4 Elemente. Erinnert mich ganz stark an Zork Nemesis. Könnt ihr euch daran auch noch erinnern? Das habe ich auch als Let's Play gespielt, irgendwo auf meinem Kanal. Eins meiner Lieblingsspiele war das. Schnappen wir uns das. Your help was invaluable. As promised, it's my turn to help you. Take this shard. It should help you leave this place. Best of luck to you.
these place, nein, this place. Aber wie gesagt, das Englisch ist ein bisschen unterirdisch ab und zu mal. Das liegt daran, dass es nicht die Muttersprache der Entwickler ist. Und tschüss, Guys, mach's gut. Wir müssen jetzt das Bild hier in Ordnung bringen, weil hier ein Teil davon fehlt. Aber wenn hier der Spiegel liegt, setzen wir gleich. Müssen wir einsetzen. Sonst geht es nämlich irgendwann auch nicht mehr weiter. Und hier liegt noch das Puzzleteilchen. So. Na, komm. So rum wollte ich das haben. So, wir sind schon fertig. Das ist ein bisschen ätzend, weil manchmal das nicht richtig gleich reagiert. Hier bollert wieder unsere kleine Tochter gegen die Wand. Aber ich würde sagen, die ist schon ein Zombie. Also richtig lebendig scheint sie mir nicht mehr zu sein. Und ob wir noch am Leben sind, das weiß ich auch nicht so recht. Wird sich am Ende herausstellen. Ja, komm. Na, komm raus da. Nein, natürlich nicht. Ach ja, wir müssen wieder irgendein Bild sauber machen nachher. Wer kommt hier? Das ist der Dieb. Was hast du uns zu sagen, Dieb? What? Who? Ah, Christ, you scared me. Thought it was him. But there's no way I can break this lock. Okay, er kann irgendein Schloss nicht öffnen. I'll have to stay here forever due to my stupid self-confidence. I made a bet with him that I could pick any safe under any conditions. So here I am. Could you help me, maybe? Der leidet ein bisschen an Selbstüberschätzung und hat mit diesem Grout, oder wie der heißt, gewettet, dass er jeden Safe knacken könnte. Ist wohl ein bisschen daneben gegangen, ne? Ja, das hast du jetzt davon. Okay. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, dieses Gitter zu öffnen. Wir können mal hier loslegen, dann haben wir das schon erstmal hinter uns. Laterne, Fire Extinguisher, okay. Die Spirale, der Hammer, die Spinne sitzt hier, da ist die schiefe Flasche, wo ist der blöde Schmetterling? Hier, ein Bohrer, ein Athlet, ein Stethoskop und ein Bügeleisen. So, jetzt müssen wir noch finden die 4 Goldbarren. Ich weiß, wo die sind. Na, komm, mach! Hier ist schon der erste. Hier machen wir mal das Laub weg. So, 80. Ein Goldbarren. Na, komm hier. Noch einer. Und hier ist die 27. Und noch einer. Wir haben einen... Ah, der sieht aber schön aus. Einen Athleten gefunden. Hier ist noch was, schaut mal. Aber da kommen wir natürlich nicht ohne Schraubendreher dran. So, dann machen wir erstmal das hier. Ah ja. So. Wir müssen hier Paare bilden. Hier steht zum Beispiel das Kaninchen mit der Karotte. Es reicht aber nicht, die beiden Dinge anzuklicken. Man muss das untere dahin schieben. Ja, fragt nicht. Das sind die Rätsel in diesem Spiel. Das habe ich auch zuerst nicht gerafft. Warte mal, die Gießkanne, der Totenschädel, wo ist die? Ach, jetzt sitzt Sassy, Entschuldigung, jetzt sitzt gerade meine Katze wieder vorm Monitor hier. Und das noch. So.
Und dann haben wir es. Dann geht das auf. Und wir haben keinen Segelgriff. Aber hier einen Dietrich. Wunderbar. Gut. Dann können wir ja mit dem Schraubendreher hier mal rumschrauben. Und gucken, was sich dahinter verbirgt. Aha. Da brauchen wir irgendwelche Teile dafür. Irgendwelche Relais. Das können wir auch noch nicht sauber machen. Dann brauchen wir erstmal... Wir müssen auch das Gitter aufkriegen. Ah ja. Okay, hier liegt schon eins. Wie viel brauche ich denn? 12? Ach du Schande, 12 Stück, okay. Easy. Auch easy. Ja, tolle Idee. Ich begieße da irgendwas und dann wächst ein Relais aus der Blume. Ja, nicht fragen. Adventure. So, die Dinger passen garantiert hier rein. Und dann muss ich die irgendwo da sortieren und irgendwo hinpacken. Dann kommt hier... Ach so, wartet mal. Ich muss mal nochmal raus. Denn wir haben was übersehen. Hier ist nämlich ein Safe. Oder irgendwas, was dieses Gitter auf jeden Fall aufmacht. So, dafür ist das gut. Dafür kommen dann hier diese vier Ziffern hoffentlich irgendwann, wenn ich diese Relais richtig einbaue oder die Sicherung, was immer das ist. Und dafür kann ich sie hier testen. Da zeigt mir nämlich Gott sei Dank an, wo ich das hinpacken muss. Sonst wäre das eine ganz schöne Rumraterei. Nein, nein, nein. Wo ist 80? Da. So, einer ist schon fertig. Ja. Zweiten. So, da haben wir den Code 4927. Gehen wir den doch da ein. Yay! Nee. Okay. Das müssen wir absägen. Toll. Na gut, dann nochmal los. Hier ist schon ein Sägeblatt. Na, hervorragend. Airplane, Horseshoe. Hier drin verbirgt sich das Feuerwehrauto. Clock, das ist keine Clock, das ist eine Watch. Und Paints ist auch schön. Übersetzt. Es ist einfach nur rote Farbe. Zweimal Schlösser. Ein Cannonball, ein Spiegel. Eins, zwei, dreimal die Dinger. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen auf Deutsch. Und eine Ente. So. Ach ja. So, dann ist das ja wohl klar, dass wir das da einsetzen mussten. Damit wir zu dem Griff auch ein Sägeblatt haben. Na komm, hallo. Und jetzt können wir lossägen.
Wir haben übrigens hier noch so ein Mini-Safe, aber da weiß ich natürlich auch den Code nicht und hoffe, dass wenn ich das Ding hier gelöst habe, dass mir dann der Dieb irgendwie weiterhilft. Hier müssen wir jetzt diese Steine einsortieren. Und zwar steht hier, dass alle irgendwie auf einem Element eine andere Farbe haben. Aber es gibt nur 4 rote und der Rest ist grün. Also erschließt sich mir, dass ich hier die 4 roten einbaue und der Rest ist eben grün. Also wie gesagt, ist teilweise wirklich ein bisschen seltsam. Nein, ach shit. Sorry, das war einmal zu viel. Gut, dann kommen wir hier weiter. Vielleicht waren die auch einfach zu faul, noch eine dritte Farbe da einzubauen. Ich weiß es nicht. Wäre aber auch nicht so schwer gewesen. So, fertig. Siehst du? Na, nein! Das gucken wir uns zum Schluss an. Wir haben ein Spiegelelement gefunden. Das ist doch toll. Das kommt hier oben hin. Amazing! You did it! Ja! Free, finally! Take this code. It can open the secret compartment in my toolbox. I hope it comes in handy. Ja, das hoffe ich auch, dass das praktisch ist, denn wir müssen ja noch dieses Bild aufkratzen. Schauen wir mal. 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2. Ja. Wunderbar. Damit können wir jetzt das Bild säubern. Ja, da ist Ihnen auch nichts Besseres eingefallen, als mal irgendwie Bilder sauber zu kratzen oder zu wischen mit dem Pinsel oder hier mit so einem Kratzer. Ja, und was sich dahinter verbirgt und was der Gärtner uns zu sagen hat, das gucken wir uns das nächste Mal an. Ich sage es mal wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleibt dran. Tschüss.